Hallo zusammen! Ich möchte euch gerne ein Update geben zu meinem Project Level Up Level 3. Beim Project Level Up dreht sich alles um Lidschattenpaletten. Es ist eine Kombination aus Pan That Palette, No Pan Left Behind und Pan in Every Palette. Bei Level 3 muss man jeden Lidschatten mindestens dreimal benutzen und dreimal ein Hit the Pan erreichen. Habe ich es geschafft oder nicht? Übrigens, Sophie Alexandra hat letztes Jahr dieses Project Level Up bzw. dieses Panning-Projekt ins Leben gerufen. Ich verlinke euch einfach mal den Kanal in meiner Infobox. Habe ich es geschafft? Habe ich es nicht geschafft, Level 3 zu erreichen bzw. in ein neues Level zu steigen? Ich zeige euch einfach mal die Palette von vorne. Und jetzt kommt sie von innen. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Ich habe 3 Pans erreicht. Einmal in dem ersten Lidschattenshade. Ich blende euch die einmal etwas größer ein, dann könnt ihr das, glaube ich, besser sehen. Dann in dem matten Lila und in dem wunderschönen Schimmerlila-Ton. Ja. Ich erzähle euch einfach mal, wie oft ich jede Lidschattenfarbe bzw. jedes Fändchen benutzt habe. Die Nummer 1. Den Ton kann ich übrigens nicht auf Deutsch aussprechen, denn die Abstrakia-Palette ist von Glamshop und Glamshop ist eine polnische Indie-Brand. Naja, sie schreiben auch ganz oft polnische Namen drunter, deswegen ich möchte sie nicht versauen, deswegen sage ich einfach mal Lidschattenton Nummer 1. Nummer 1 habe ich 5-mal benutzt. Das ist ein sehr, sehr krümeliger, sehr, sehr weicher Ton. Man muss echt aufpassen, dass er nicht über das ganze Fändchen krümmelt. So sieht er aus. Es ist ein recht schöner Inner Corner Shade, aber jetzt nichts Besonderes. Das ist eher so ein Lidschattenfarbenton, der, nicht so schön ist von Glamshop. Dann die Nummer 2 habe ich 3-mal benutzt. Der ist wunderschön leuchtend. Ein eher standard neutraler Ton. Kommt wunderschön rüber. Er macht einen wunderschönen Augenlook, beziehungsweise er gibt die Strahlkraft her, die man von dieser Palette auch erwartet. Nummer 4, den habe ich übrigens 3-mal benutzt, habe ich das gesagt. Die Nummer 3 habe ich 4-mal benutzt, das ist ein Maisgelb. Ich fand ihn jetzt nicht so extrem pigmentiert, muss ich sagen. Hat mich ein bisschen enttäuscht, man hat da nicht die Tiefe schaffen können, beziehungsweise auch nicht mit den anderen Farben so gut kombinieren können, wie ich es mir erhofft hatte. Man hätte vielleicht die beiden kombinieren können, habe ich aber nicht gemacht, war mir zu langweilig und zu hell auf meinem Auge. Nummer 4 habe ich 6-mal benutzt, auch heute wieder als Blushfarbe, denn ich hatte mal vergessen, in meinem Live einen Blush rauszusuchen und diese Palette lag gerade noch vor mir. Sehr, sehr schön, um das dunkle Lila, aber auch dieses auszublenden. Ganz, ganz klasse Ton. Gut pigmentiert, aber nicht zu stark pigmentiert. Ließ sich gut verblenden, ließ sich auch gut aufbauen. Ja, mein dunkler Lila-Ton, den kann ich auch nicht aussprechen. Das ist die Nummer 5. Die habe ich 10-mal benutzt und habe die wirklich mit einem ganz, ganz kleinen Pinsel immer im äußeren Augenlid aufgetragen. Oder aber auch am unteren Wimpernkranz. Top. Top-Ton. Man muss ihn aber allerdings als ersten Lidschattenton auftragen, denn sonst wird er ganz schnell patchy. Glamshop-Lidschatten lassen sich nicht zu oft miteinander kombinieren bzw. zu oft schichten. Musste ich leider feststellen. Beim ersten Mal ist der ein wenig fleckig geworden. Ich zeige ihn euch mal. Es ist der perfekte dunkel-lila Ton für meine Augenfarbe. Den nächsten Ton, die Nummer 6, habe ich meine 3-mal benutzt. Im Gegensatz zu dem lila Ton ist der ein wenig härter, ein bisschen kratziger. Ließ sich aber sehr, sehr gut aufbauen und auch gut verblenden. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ist auch eine Wahl, wieso ich diese Palette so toll finde bzw. mir gekauft habe. Den nächsten Ton, die Nummer 7, das ist der Amethyst, den kann ich dieses Mal auch aussprechen, habe ich 4-mal benutzt. Ich zeige euch den mal. Eine wunderschöne Strahlkraft, Leuchtkraft, extrem viel Glitzer drin, total klasse Ton, leuchtet wunderbar auf dem Auge, hat so ein bisschen goldenen Schimmer, macht ein wunderschönes Augen-Make-up. Man kann es kombinieren mit dem Ton, man kann es kombinieren mit dem Ton, man kann es kombinieren mit dem Ton. Top. Habe ich allerdings auch nur 4-mal benutzen müssen, denn Glamshop Lidschatten sind sehr, sehr lose gepresst. Man muss echt immer aufpassen, wie fest man reindippt. Und im Prinzip lassen sie sich auch sehr gut an Hit the Pan erreichen, beziehungsweise pannen. Den Ton.
Da habe ich ja mir auch mehr erhofft. Das ist die Nummer 8. Dann habe ich 7 mal benutzt. Auf dem Finger wirkt er schon fast dunkler als auf dem Auge. Auf dem Auge habe ich den meisten zum Ausblenden benutzt, beziehungsweise man kann damit recht gut auch eine Lidschattenfarbe ein wenig verändern. Es ist aber, man könnte ihn auch als Lidsettington beschreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, den brauche ich unbedingt in der Palette. Den Ton, den letzten Ton, die Nummer 9, in Oh my God, habe ich nur dreimal benutzt. Das ist ein Rosaton mit einem goldenen Shift, so ein bisschen. Wie doll man sich den aufträgt, so doll sieht man auch den Rosaton bzw. den goldenen Ton dadurch. Sehr, sehr schön, aber ich hatte den Fokus wirklich auf die drei Töne gelegt. Und ja, das habe ich damit auch erreicht. Ich habe 3 Pans geschaffen und wir suchen uns gleich, nachdem ich euch meine Milde eingeblendet habe, welche Looks ich damit primär geschminkt habe, meine neue Palette aus. Lasst euch überraschen. Ich habe schon ein wenig Angst, denn ich habe sie schon mal vorab gewählt und rausgesucht. Gleich zeige ich euch die. Ich rück mal ein wenig zur Seite und zeige euch einmal meine Looks, die ich mit dieser Palette kreiert habe. Als letzten Look mit der Palette, fangen wir mal von hinten an, habe ich nämlich mein letztes Hit the Pan erreicht, beziehungsweise auch beide Hit the Pans erreicht. Einmal habe ich den lila Ton im Außenwinkel sowie fast auch in meiner kompletten Crease getragen. Ja, ich wollte so ein bisschen Progress haben und euch was Tolles berichten können. Deswegen habe ich ja diesen lila Ton getragen und über mein ganzes bewegliches Licht diesen Ton. Im Innenwinkel bin ich ganz vorsichtig einmal mit dem letzten Ton reingegangen. Obwohl ich da schon einen Hit the Pan hatte, habe ich versucht, diesen Hit the Pan noch ein bisschen zu vergrößern. Den zweiten Look, den ich damit geschminkt habe, war im Prinzip auch mein erster Look, den ich mit dieser Palette gemacht habe. Ich wollte ein bisschen softer gehen, ich wollte ein bisschen, naja, frühlingshafter im Prinzip auch noch gehen, habe diesen Ton benutzt zum Ausblenden, beziehungsweise als ersten Ton in meiner Crease, den als zweiten Ton in meiner Crease, sowie auch im Außenbereich und den dann über das ganze Lid und den mal wieder als Inner Corner Ton. Als Inner Corner Ton, muss ich sagen, ist der mir schon fast zu dunkel, aber ich wusste, hatte keinen anderen Verwendungszweck für diesen Ton, denn der hat wirklich extrem gekrümmelt, war mir aber auch klar, dass dadurch ein Hit the Pan ganz einfach zu erreichen ist. Also den Ton, den Ton, den Ton und den Ton habe ich dafür benutzt. Als Highlight-Lidschatten-Look, beziehungsweise mir hat der im Prinzip am besten gefallen, habe ich den im Außenwinkel benutzt, damit verblendet, den Inner Crease, beziehungsweise im Innenbereich der Crease, habe, ja ich weiß, den Ton im inneren Bereich getragen und den im Außenbereich. Also im Prinzip den lila Ton ein wenig, ich trage ihn mal übereinander, ein wenig schimmernder gemacht und dadurch einen wunderschönen Effekt erzielt. Ja, das waren doch schon meine primär 3 Looks, die ich gemacht habe. Sonst bin ich in den reingedippt immer, wenn ein lila Look zustande gekommen ist, wie zum Beispiel auch bei diesem. Hier habe ich den ein bisschen am äußeren Wimpernkranz, am unteren Wimpernkranz gesetzt. Den habe ich ganz häufig auch im Innen- bzw. Außenbereich getragen, um vom lila zu einem anderen Ton zu gehen. Ja. Und das war es auch schon zu der Palette. Hättet ihr gedacht, dass man in einem Monat 3 Pans in dieser Palette erreichen kann, obwohl man sie nicht so häufig benutzt hat? Ich hätte es fast nicht mehr erwartet, aber ich habe mir ein wenig Mühe gegeben und das dann trotzdem irgendwie noch geschafft. So, ich blende euch jetzt mal meine Tiny Decisions App ein, beziehungsweise zeige euch, welche Lidschattenpalette ich für Level 4 bekommen habe. 4, so ist 4. Level 4, ja. Ich hoffe, es hat jetzt schon gezeigt, welche ich bekommen habe. Es ist die Red Dragon Palette von Odin's Eye. Eine wunderschöne Palette. Ich zeige sie euch mal von vorne, beziehungsweise von nah. Odin's Eye Kanya Artwork. Das ist die Odin's Eye Palette mit Judy Make-up Corner oder wie die auch immer heißt. Den Kanal habe ich selten gesehen bzw. noch nie gesehen und das ist die Innenpalette. Wie ihr seht, habe ich schon einen Hit the Pan erreicht und muss jetzt 4 weitere Hit the Pans erreichen, um Level 4 zu schaffen. Ich muss sagen, ich muss zugeben, ich glaube, das werde ich diesen Monat bzw. in einem Monat garantiert nicht machen, denn die Odin's Eye Pans sind mega, mega tief.
wie ihr auch schon hier erkennen könnt. Ich glaube, für diesen einzelnen Ton habe ich mindestens 15 oder sogar noch mehr Dips gebraucht, um wirklich ein Mini-Mini-Pan mit der kleinsten Pinselspitze zu erreichen. Also seid gespannt, wie weit ich nächsten Monat kommen werde. Ich überlege gerade, welche ich denn pennen möchte. Ich glaube, ich möchte den einmal. Das ist der Duochrom-Ton aus dieser Palette. Der schiftet von einem Rot zu einem Grün. In der Kamera ist das wirklich wenig zu erkennen, aber der ist wunderschön. Das ist der Ton Solar Flare. Den kann man schön in verschiedene Looks mit einbauen. Und ich glaube, das wird ein schöner Pen werden. Dann möchte ich, das war die Nummer 1, fehlen nur noch 3. Ich glaube, in Sunrise gehen. Das ist ein, ich würde mal sagen, schon erster Transition-Ton, den man, glaube ich, recht gut immer mal wieder für einen Look benutzen kann. Ja, dann wird es schwierig. Entweder Fire oder entweder das Rötliche oder das Bräunliche Aurora. Das sind die beiden unteren Farben. Davon versuche ich eine zu pennen, weil die kann man sich wunderschön in den Außenwinkel geben. Auch zu verschiedenen Looks, zu verschiedenen warmen Looks. Und was wird meine vierte Farbe sein? Werde ich dazu einen Schimmer nutzen oder werde ich dazu einen matten Ton? Ich swatche euch einfach mal die Schimmerlidschatten. Das sind die vier. Die drei, die ich noch über habe. Den, den und den. Es wird schwierig. Wenn ich einen Schimmer nehme, nehme ich den. Das ist der Overheat. Oder ich werde in den grünlichen, neutraleren Look gehen und versuchen, da einen Hit the Pan zu erreichen. Ich glaube, das ist erstmal so meine Vorgehensweise. Das heißt, bei Level 4 muss man jeden Lidschatten viermal benutzen. Auch den, wo man schon Hit the Pan erreicht hat. Und vier Pans. Wartet auf mein Update. Seid gespannt, wie es in einem Monat mit der Palette aussieht. Ob ich da überhaupt schon einen Hit the Pan erreicht habe. Oder mehr oder gar keins. Das wird sich zeigen. Ich würde mal sagen, wenn ihr keine Updates mehr von diesem Format verpassen wollt, liked, subscribed und abonniert meinen Kanal. Beziehungsweise habt ihr ja mit subscribed dann schon gemacht. Ich mache Project Panning, ich mache Lives, ich mache First Impressions. Was mache ich denn noch? Project Panning, Lives, First Impressions und andere Sachen. Tschüss und schönen Tag noch.